Herzlich willkommen von meiner Seite auch zur zweiten Runde. Nachdem der Herr Wittke jetzt das Angebot des LGL vorgestellt hat, ist nun an mir zu zeigen, in meinem kurzen Vortrag, wie wir in Leonberg beispielhaft vielleicht sogar dieses Angebot nutzen. Zu Leonberg selber vielleicht ganz kurz. Leonberg grenzt unmittelbar an die Stadt Stuttgart an, ist Mittelzentrum in der Region Stuttgart, hat knapp 50.000 Einwohner. Die Verwaltung beschäftigt rund 750 Leute. 75 davon sind beim Baudezernat beschäftigt. Das Baudezernat oder zum Baudezernat gehört auch das Planungsamt und das Planungsamt wiederum betreibt auch diese kleine, aber feine Abteilung Geoinformation, Bodenordnung und Vermessung. Und in dieser Abteilung ist eben auch das Thema GIS beheimatet. Zwei GIS-Administratoren beschäftigen sich in Leonberg mit dem Thema. Eines davon, ein Kollege davon, sehen Sie jetzt in meiner Person heute hier. Also nachdem der Müller den Stuttgarter Weg vorgestellt hat, zeige ich Ihnen jetzt den etwas, aufgrund der Mitarbeiterzahl schon allein, etwas gescheiterten Leonberger Weg. Das Datenangebot an sich hat Ihnen der Wittke vorgestellt. Wir nutzen ziemlich viel aus diesem Angebot. Im oberen Drittel der Folie sehen Sie Daten, die wir aufgrund der Rahmenvereinbarung Gemeindestädtetag einmal jährlich beziehen. Dazu gehören eben diese topografischen Karten, DGM, Luftbilder und allen voran eben aber auch das Liegenschaftskataster. Liegenschaftskataster ist bei uns und wahrscheinlich in jedem kommunalen GIS letztendlich das Rückgrat. Darauf bauen wir in vielerlei Hinsicht letztlich auf. Außerhalb dieser Rahmenvereinbarungsdaten, so nenne ich es jetzt mal, haben wir aber auch bezogen 3D-Gebäudemodelle, da komme ich noch drauf, was wir damit machen. Wir haben auch bezogen historische Karten, die freuen sich vor allen Dingen in der Bürgerschaft großer Beliebtheit. Sie glauben gar nicht, wie viele Hobbyhistoriker unterwegs sind, wenn Leute mal ein gewisses Alter überschreiten. Und zusätzlich zu ALGIS, das wir als Zweitdatenbestand in Leonberg in der Datenbank führen, ziehen wir seit kurzem auch ALGIS als WMS-Dienststand. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass ab und zu mal schon der Blick auf möglichst aktuelle Daten erforderlich ist und dann gucken die Kollegen mittlerweile ALGIS via WMS an und gucken, wie da die Dinge sich verändert haben gegenüber einem möglicherweise ein Jahr alten Datenbestand, den wir bei uns in Leonberg vorhalten und dann eben in diesen Abständen auch austauschen. Darüber hinaus, Open Data war ja ein Punkt, ziehen wir seit kurzem auch Maps4PD an, zur Erzeugung von oder zur Bereitstellung einer Übersicht und kommt bei uns im Haus auch sehr gut an. Das Angebot, das war das Angebot, das hat der Herr Wittke ja schon auseinandergesetzt und jetzt geht es letztendlich darum, was machen wir in Leonberg damit. Es läuft viel auf GIS raus natürlich, aber bevor ich zu diesem Thema komme, ganz einfach, wir nutzen die Daten natürlich, wir verteilen sie in der Verwaltung. Ganz einfach als CAD-Dateien, als DWGs, die Kollegen im Planungsamt planen auf der Grundlage von ALGIS und weiterer Informationen, Höheninformationen, machen Bebauungspläne, Verkehrsplanung passiert auf dieser Grundlage und natürlich auch Maßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich. Darüber hinaus, wenn wir nicht ganz vergessen, nutzen wir die Daten vom LGL natürlich schon auch um Veröffentlichungen, Flyer, Broschüren, wenn es nur darum mal geht, ich sag mal, darzustellen durch die Stadthalle, wie kommt man da hin, etc. Und zum Beispiel ist es auch ganz hübsch, da auf solche Informationen zuzugreifen. Jetzt aber zur Hauptnutzung der LGL-Daten, die nutzen wir auch in Leonberg natürlich, in GIS, und zwar haben wir da eine Webauskunft, die nennt sich LeoMaps. Wir fahren da zwei Linien. Das eine ist LeoMaps als Bürger-GIS. Ich will jetzt nicht unbedingt von der GEDI sprechen. Und dann intern haben wir letztendlich dasselbe in grün mit erweiterten Inhalten.
mit vor allen Dingen auch erweiterten funktionalen Möglichkeiten bis hin zur Erfassung von Daten für Leonberg eigene Fachschreiben und Fiskolen. Das machen wir dann in einer Webauskunft, die nennen wir intern Leonex Plus. In dieser Webauskunft beauskunften wir zunächst mal LGL-Daten, allen voran natürlich Liegenschaftskataster. Das interessiert die Leute immer wieder, wie die Grundstückssituation in einzelnen Bereichen aussieht. Darüber hinaus führen wir Daten aber auch zusammen, und zwar zunächst mal Daten externer Datenanbietern. Das ist beispielsweise der Landkreis, stellt uns das Altlastenkataster zur Verfügung. Dann gibt es viele Landesbehörden. Denkmalschutz ziehen wir als WMS-Dienst mittlerweile an, war früher auch ein Zweitdatenbestand. Die Themen Bodenschätzung, Bodenkarte kommt aus der Geologie-Ecke, sage ich jetzt mal, Freiburg. Flurbilanz stellt man seit kurzem zur Verfügung. Dann relativ viele Dienste der LUBW, als da eben wären Landschaftsschutzgebiete, Flora, Fauna, Habitate, Wasserschutzgebiete und so weiter und so fort. Das ist relativ groß, das Angebot der LUBW. Hochwassergefahrenkarte, forstliche Karten von der entsprechenden Landesbehörde, aber auch dann eben Daten von Versorgungsträgern, Gas, Strom und so weiter und so fort. Und Sie haben in all diesen Karten gesehen, und das ist jetzt auch nicht der Höflichkeit dem Gastgeber gegenüber geschuldet, überall spielen im Hintergrund letztendlich die Daten des LGL eine Rolle, sei es nur zur Orientierung oder sei es einfach, um zusätzliche Informationen zu der eigenen Fachinformation mitzugeben. Wir erzeugen aber durchaus auch selber Daten, das heißt, wir ziehen nicht nur Daten an, fremder Dienststellen. Die Klassiker letztendlich passieren in Leonberg auch, werden auch vorgehalten. Abwasserversorgung, Wasserversorgung, Bau- und Grünflächenkataster, alles was mit kommunaler Infrastruktur zu tun hat, erfassen wir in bestimmten Fachschalen, stehen sie dann eben auch in dieser Webauskunft zur Verfügung. Wir haben ein topografisches Kartenwerk, eine Bodenrichtwertkarte, wie andere Gemeinden auch. Wir stellen Gutachten zur Verfügung über diese Webauskunft. Ganz einfach gerade nochmal erkannt, dass es ab und zu mal Doppelbeauftragungen gibt, weil der eine nicht vom anderen weiß, dass da schon mal Gutachten erstellt worden sind, insbesondere im Zusammenhang auch mit Bauleitplanung. Wir haben eine starke Regen-Gefahrenkarte, statistische Bezirke, die wir führen. Wir haben auch eine Bebauungsplanauskunft, die ganz hübsch und gut funktioniert und auch in der Bürgerschaft ganz gut angenommen wird. Und viele weitere Dinge, da nehme ich jetzt exemplarisch nochmal das Thema Schulwegepläne, die wir auch extern zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt da auch nicht groß unterschieden, da ist vorher die Frage aufgetaucht, was stellen wir nach außen im Bürgergis zur Verfügung und was nach innen. Also nicht alle Daten sind, glaube ich, für die Öffentlichkeit bestimmt, das heißt viele der Dinge, die Sie jetzt auch nachher noch sehen werden, die beauskunften wir und führen wir natürlich auch mal intern dann zur Verfügung. Das ist mal der erste Punkt, Daten einfach, LGL-Daten und die Daten weiterer Anbieter und unsere eigenen Daten zusammenzuführen. Und dann kommen wir aber auch noch dazu, dass wir schon einige Fachschalen haben, und das werden auch mehr, wo wir auf der Basis des Liegenschaftskatasters einfach zusätzlich Daten erfassen, wo wir den Flurstücksumring als Geometrie aus dem Altis entnehmen und diesen Umring eben mit eigenen Sachdaten anreichern. Da kann ich beispielhaft nennen die Pachtgrundstücke, die städtischen Pachtgrundstücke. Was sind städtische Grundstücke und sind sie verpachtet und wie sehen die Pachtverträge aus und so weiter. Dann das, was viele Gemeinden auch machen, das Thema Baulandkataster, zeigen wir sowohl im Internet als auch im Intranet. Das Baulastenbuch, die Auskunft über nur intern, ist aber eine große Hilfe im Zusammenhang mit der Baugenehmigung. Kaufpreissammlung beauskunften wir auch auf der Basis Liegenschaftskataster, weil das ja alles letztendlich flurstücksbezogene Daten sind. Und immer, wenn das der Fall ist, ist letztendlich Alkis als Grundlage dann gefragt. Wir hängen aber jetzt nicht ausschließlich Daten oder nicht ausschließlich nur Daten an Alkis an, sondern wir führen auch Daten zusammen. Das ist das, was Sie mit Datenveredelung in dem Zusammenhang dann meinen. Und da ist bei uns
auf diese Art und Weise das Leerstandskataster entstanden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Alkis gefragt, wo habe ich Wohngebäude, und auf der anderen Seite habe ich das Einwohner Meldewesen gefragt, wo sind, an welchen Adressen sind Leute gemeldet. Und bei diesen Wohngebäuden, wo keine Einwohner gemeldet sind, ist zunächst mal ein Leerstand, das verifizieren wir dann vor Ort, aber letztendlich kommen so, und das sind diese roten Punkte, Gebäudeleerstände zutage. Das heißt, durch diese Zusammenführung von Daten erreichen sie echt neue Erkenntnisse, wenn sie so wollen. So, das passiert im 2D-Bereich. Seit kurzem nähern wir uns auch dem Thema 3D. Und da hat letztendlich LGL mit der Verfügbarkeit von 3D-Gebäudemodellen in Leonberg zumindest die Initialzündung bewirkt, kann man ruhig so sagen. 3D-Stadtmodell entsteht bei uns so, wir rechnen aus dem 1-Meter-Raster des LGL ein Dreiecksnetz, ein unregelmäßiges Dreiecksnetz, haben damit letztendlich die Geländeformation, nehmen diese Geländeformation her, texturieren mit den Luftbildern vom LGL das Gelände und haben dann schon mal ein ganz gutes Bild in 3D. Und eben mit der Verfügbarkeit, seit der Verfügbarkeit von 3D-Gebäudemodellen sind wir dann eben hergegangen und haben diese 3D-Gebäudemodelle des LGL dann, wenn Sie so wollen, auf die Landschaft draufgesetzt. Und fertig ist eigentlich schon mal ein 3D-Modell, das für viele Zwecke eigentlich ausreicht. So im Planungsbereich sind die Kollegen durchaus dankbar. Ich weiß, dass man da viel mehr machen kann. Man kann die Gebäude weiter texturieren und so weiter. Das machen wir in Leonberg einstweilen noch nicht. Aber was wir da noch schon dazu tun, an eigener Kraft, also das, was Sie bis jetzt gesehen haben, war letztendlich ja nur Zutaten zusammenführen, was wir in Leonberg mit unseren bescheidenen Mitteln noch dazu basteln. Wir hübschen solche Brückenbauwerksituationen auf, wenn es erforderlich ist für ein konkretes Projekt. Wir ersetzen durchaus auch mal ein LOD1-Gebäude, wenn in der Umgebung was visualisiert werden soll. Modellieren das aus den Bauakten, das echte Gebäude, und stellen das dann auch etwas wirklichkeitsnäher dar. Oder wir nehmen so eine Szenerie, ich sage jetzt einfach mal eine LGL-Szenerie, also das ist wirklich LGL. LGL-Zutaten nackt und reichern das eben an mit unseren Informationen, in dem Fall aus dem Grünflächenkataster, wo wir die Belagsarten mit in die Szene einbringen, Baumstandorte, Lampenstandorte, und dann sieht sowas durchaus auch mal ganz schnell so aus. Das ist eigentlich, wie wir finden, ganz, ganz gut und auch, wie gesagt, mit überschaubarem Aufwand dann bewältigbar. Was machen wir damit? Und nicht nur einfach nur hübsche Bilder erzeugen, sondern der Nutzen ist bei uns hauptsächlich im Bereich der Stadtplanung. Die Kollegen Stadtplaner erzeugen von ihren städtebaulichen Entwürfen 3D-Modelle. Da stellen wir eben das Ausgangsmaterial in Form des Ausgangsgeländes und der Bestandsgebäude zur Verfügung. Und wenn man dann mal, ich sag mal, dieses Modell auch in der Umgebung, wie wirkt es denn auch in der weiteren Umgebung, dann mal visualisieren will, gehen wir wieder her und nehmen das Stadtmodell, das 3D-Stadtmodell, schneiden das ein, aus im Projektgebiet und pflanzen dann diesen 3D-Entwurf ein und erzeugen da ganz gute Eindrücke, sage ich jetzt mal, von einer Planung. Insbesondere immer dann, wenn Sie so eine Planung kommunizieren wollen mit dem Gemeinderat, intern und so weiter und so fort. Hilft es doch ganz, ganz gut, um die Sachverhalte letztendlich auch zu verdeutlichen. Weil so 3D sagt eben doch ein bisschen mehr aus als nur eine 2D-Planung, wie es bisher der Fall war. Ja gut, und dann reichere ich das Ganze noch an, beispielsweise mit Baumstandorten, und kriege dann so noch ein bisschen eine hübschere Darstellung. Das ist das, was Leonberg seit einiger Zeit in Sachen 3D macht. Da ist noch Luft nach oben, aber ich denke mal, es wird ganz gut angenommen und wir sind da auch auf einem ganz vernünftigen Weg. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.